Well Medicine, Wow Medizin. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ja, in diesem Video begleite ich auf einer Reise mit den Trommeln zum Wow Spirit. Die Wale sind für mich ohne Zweifel unglaubliche, mystische Wesen, die uns daran erinnern, an etwas Uraltes. Sie haben von der Erde sich zurückerinnern an ihre Mission und an das Urbewusstsein von Schöpfung. Die Wale öffnen uns oder können uns einen unglaublichen Raum öffnen, wo eigentlich kaum mehr Worte möglich sind. Es ist ein unglaublich fühlender Raum, es ist ein staunender Raum, es ist einfach ein fantastisch schöner Raum. In der Begegnung mit ihnen habe ich mehrere Anläufe gebraucht, bis sie mich eingeweiht haben, ihre Medizin. Und jedes Mal, wenn ich merke, wenn ich in Begegnung bin oder nahe von ihnen bin und wenn ich merke, dass ich zu unruhig bin, gehe ich entweder nicht ins Wasser. Und wenn ich es mal mache und Unruhe durch mich durchgeht, entweder Angst oder halt einfach auch so ein Wunsch, so richtig zu sehen. Ich kann das sagen, ein bisschen Gier, oder? So will ich es sehen oder einfach auch einfach so, dass ich unbedingt nahe sein wollte. Das muss mit Wahlen unglaublich nicht verleiden. Und dann tauchen sie ab. Mir haben sich die Wale so gezeigt, dass sie, erst wenn ich so richtig in die Stille gehen kann oder tiefen entspannt bin, dass sie sich dann mir zeigen und bei mir bleiben. Und so ist so eine Medizin, die einem einfach in eine ganz tiefe Stille ins Wunderleben und in eine ganz tiefe Stille kann begleiten. An einem Ort, wo Frieden herrscht, an einem Ort, wo es einfach Wow ist, was ohne Ort ist, wo uns an unser Seelenpotenzial zurückerinnern kann. Dass wir ganz viel, viel, viel mehr sind. Viel mehr sind als auch hier in diesem Körper, das Leben, das wir hier haben. Dass wir unglaubliche, mystische Wesen sind. Und so lade ich dich einfach mit den Trommeln, mit jedem Trommelschlag, den du hörst, einfach noch ein bisschen mehr mit Wow Spirit dich zu verbinden. Und einfach geschehen, wie das mit dir, was das in dir macht, was in dir in Resonanz kommt. Die Wale lassen uns ein, auch gross zu denken. Und da meine ich nicht mit irgendeiner narzisstischen Überheblichkeit, sondern mit Grossdenken meine ich wirklich wagen, umzusetzen, was wir in uns haben. Es bringt uns in Berührung mit Sachen, die wir schon gar nicht in unserem Feld haben erdenkt. Das Leben kann plötzlich in Richtungen eingehen, die wir gar nicht gedacht hätten vorher. Noch viel grösser werden, als wir uns überhaupt hätten vorstellen können. Also definitiv sind die Wale ein höheres Wesen und definitiv können sie uns begleiten. Und es lohnt sich natürlich, unsere Natur zu schützen und besser mit der Umwelt umzugehen. Aber besonders sind sie eine Medizin, dass wir lernen, von Mensch zu Mensch, also unter uns Menschen, Frieden und Liebe zu leben. Ja, das so zum Intro zu den Wahlen. Jetzt lade ich dich einfach ein, eine sitzende Position einzunehmen. Wenn du willst, kannst du auch liegen für diese Reise. Und dir einfach so 10-15 Minuten Zeit lassen, damit du nicht abgelenkt bist. Also ich lade dich ein, einzurichten. Drück auf Stopp, sobald du ready bist, kannst du wieder Play drücken. So, lade dich ganz tief durchschnaufen. Deine wunderschönen Augen schließen und bei jedem Ausatmen loslassen, tiefer und tiefer. Bei jedem Einatmen Kraft, Energie, Power. Bei jedem Ausatmen relax, das Loslassen. Bist in absoluter Sicherheit und bei jedem Einschnaufen gibt es neues Leben. Bei jedem Ausschnaufen lass gehen. Dein Körper ist sicher. Und du bist mehr und mehr Beobachterin, Beobachter von deinen Räumen. Du hast Empfindungen im Körper, Emotionen, Gedanken und nimmst all das wahr. Und so lade dich jetzt in deiner Vorstellung an einen wunderschönen Kraftplatz zu kommen, an einen wunderschönen Ort in der Natur. Das ist ein Ritualplatz, der sich nach und nach gestalten kann. In dir innen.
kannst jetzt einfach einen schönen Ort in der Natur wählen. Vielleicht einen, den du kennst oder einen, der sich jetzt dir zeigt. Oder eine Mischung davon ist. An einem wunderschönen Ritualplatz. Naja, das ist ein heiliger Ort, hat Sachen halt viel, viel Kraft. Und es ist ein wunderbarer Ausgangsort für Begegnung mit den Wahlen, für innere Reisen, für Heilung. Du siehst, wie sich regelrecht das Tor öffnet an diesem Platz. Und du fühlst, aber du bist nicht allein. Ist an diesem Ort sind deine Spirit Guides da. Und so wie sich das Tor öffnet, gehst du das Tor durch und befindest dich direkt am Meer. Du nimmst wahr, wie die Delfin auf dich wartet und gehst ins Wasser rein. Und gehst immer weiter und weiter raus ins Meer mit dem Delfin. Du surfst in den Wellen. Direkt in ihrem Kreis auf. Du fühlst Ehrfurcht und auch Dankbarkeit für diese Möglichkeit. Komm bald hier, Mensch, kein Mann, der kein Mann. Ich lade ganz weit zum Teufel noch den Spirit ein. Der Mann, der schenkt ein Teil, kein Mann. Das unglaubliche Bewusstsein. Der Mann, der ja kein Teil, Mann. Ich bleibe das Weile an der Oberfläche. Sicherer werden und familiärer mit der Energie. Ganz natürlich und frei. Verbunden. Und die wunderbaren Wesen lassen jetzt die tiefen Atemzug zu nehmen. Und du tauschst mit ihnen ab, immer tiefer und tiefer. Aber es ist auch spielerisch. Tiefer und tiefer. Vertrauen. Tiefer und tiefer. Wir gehen jetzt wieder zur Oberfläche zurück. Und nehmen nochmal einen tiefen Atemzug und sinken jetzt nochmal tiefer und tiefer. Du bist in der Mitte dieser Wale, wo ganz spielerisch tiefer und tiefer sinken. Immer tiefer. Es wird dunkel, tiefer. Du nimmst aber das Licht wahr im Dunkeln und du schwimmst direkt zu diesem Licht. Das ist der wunderschöne innere Diamant, den du jetzt wieder entdeckst. Und kein Tisch, kein Motoko. Und dem wunderschönen Diamant lass dich regelrecht in das Licht aufsuchen, lass baden in diesem Licht. Und in dir können sich Dimensionen, Erinnerungen geweckt werden. Die Wale sind da. Und du nimmst wahr, wie ihre Präsenz etwas Fühlendes in dir aktiviert. Und das Ur-Ur-Ur-Ur-Teufels und Alts. Jetzt in dir selber einen Ton vibrieren. Einfach einen Ton, der gerade kommt.
Energien in dir weiten. Alles, was in dir in Resonanz kommt. Alles, was von dir auch wegfallen kann. An Begrenzung, an limitierende Ideen. Alles, was sich öffnet und zeigt. Und du nimmst wahr, du bist nicht allein. Du nimmst mehr und mehr wahr, dass da ganz viel um dich herum ist. Und es darf sich anfühlen wie ein Fest. Ein Wiedererinnerungsfest. Etwas, was sich in dir erinnert, an die Magie von deinem Wesen. An die Magie von deiner Essenz, an die Magie von deinem Kern. Du. Frieden. Du. Alles, was in Resonanz kommt. Alles, was sich gut anfühlt. Alles, was sich intensiv anfühlt. Alles, was geweckt wird. Das kann die Kima Tinga Tinga. Alles, was als persönliche Botschaft zu dir fließt, bewusst und unbewusst. Thank you.
zurück an die Oberfläche. Ja. Schon da ist, wo mehr Licht durch dein Bewusstsein fließt, wo sich Sachen erinnern kann. Der Moment, der da ist, wo schon lange darauf gewartet hat, erweckt gerade zu werden. Alles, was sich in deinem Leben zeigen darf, überall, wo verbunden ist. Die Magie, die das Mysterium dir gegeben hat, zu leben. Die Impulse, die in jedem Augenblick fließen, zu leben. Den Mut haben, dich voll darauf einzulassen. Den Mut haben, dich voll darauf einzulassen. Teye manga awa kua tash keye ma. Teye moko. Bedanke dich bei den Spirits. Bei den Wahlen. Nimm einfach an, beobachte, was gerade in dir gewidmet ist, freier ist, verbunden ist. Und nimm ein paar bewusste, tiefe Atemzüge. Spür den physischen Körper, der da ist. Und all die Milliarden von Zellen, die mit diesen positiven Vibes, mit diesen positiven Energien gefüllt und durchflutet werden. Frei und verbunden. Und nimmst ein paar tiefe Atemzüge. Und wenn du ready bist, öffnest deine Augen für einen neuen Moment und nimmst all den Tresor, den Reichtum, das Positive, die positiven Vibes mit. Selbst wenn deine Sinne auch gegen aussen gerichtet sind, ist dein Bewusstsein auch da. Für den gross, gross, fühlend, magisch, mystisch, fantastisch.